Was geht ab, Leute? Hier ist wieder euer Lieblings-Dennis. Ja, wir haben uns hier mal wieder einmal versammelt, um weiter Dragon Ball zu spielen. Wir waren mitten im Kampf gegen Cell. Wir haben Son Gohan gespielt und haben uns in den mächtigen Super Saiyajin 2 verwandelt. Aber dann war ich leider mit meinem PlayStation-Controller zu lappenhaft und habe es nicht mehr geschafft, ihn zu besiegen. Das machen wir nämlich jetzt. Cell! You are finished! Ah, oh, da haben wir es geschafft. Ah, finish! Cell ist besiegt. Sauber. Jetzt muss ich mit Vegeta kämpfen. Vegeta ist... Mau! So, jetzt kämpfe ich gegen Vegeta. Vegeta. Und dann nehme ich meinen PlayStation Controller und nehme ihn wie einen Gang und weil einen Boah, nicht schon wieder so eine Sammelkacke, Mann. Alles klar. Boah. Super. Ja. Mann, ey, sowas fuckt mich doch schon wieder ab hier. Kacke, ich hasse das, ne? Mann, ey. Ich werd schon wieder aggressiv, ne, bei so einer dummen Scheiße. Das ist unfassbar, ey. Sepp. 89, 93, danke für den Follow. Jo, ich seh gerade, was geht da ab? What the fuck, Alter? Was geht hier ab, Alter? What the fuck? Wir kriegen 800.000 Millionen Follower. Geht auch immer weiter, ne? Das hört nicht auf, ne? Ey, was geht denn jetzt hier ab? Was? Vielleicht bringt das ja was, wenn man offline geht, halt, weil das ja irgendwie so ein Bot ist, keine Ahnung. Jetzt halt weiter und dann informier dich mal, was ist der? Was geht hier ab, Alter? Ja, Follow Bot mal 3000. Was haben wir jetzt? 1400 Follower? Nein, ich wollte hier ein Fanpaket bei 400 Followern verlosen. Zack, Energie ausgesaugt. Let's go! Dann gucken wir mal, was da jetzt abgeht. Pui, pui! Yes, sir. Jawohl! Papa! Nice, direkt. Verzauberung. Boah, das schlechteste Kampf überhaupt, ey. Ja, dann haben wir Dabra jetzt mal fertig gemacht. Dann geht's jetzt an Buu. So langsam für die nächste Woche und vielleicht kriegen wir das dann nächste Woche fertig, wer weiß das schon, ich will's hoffen, ich hab nämlich auch keinen Bock mehr. Während die dann noch ein bisschen quatschen, unwichtiges Zeug über Dämon Buu und was wir jetzt alles schon wissen, wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Kuss geht raus. Adios. Wunderschönen guten Abend. Was geht ab bei euch? Wo sind meine Boys? Hallo Andi. Oh, hey. Ja, wo ist der Kalle? Da ist doch Alter der Kalle. Schwede. Was ist hier los?
Ja, YouGay starten und dann gucken wir uns das Spiel mal an, wa? YouGay, ihr bist richtig kreativ. Ja, sicher. Ich starte das schon mal. The Division 2. Ich mach mal so ein bisschen so. Das ist strubbelig, das Vogelnest, das könnte ich sein. Gut angelegte 3 Euro. Warum? Was denn? Warum dauert das so lange? Keine Ahnung, ich erstelle gerade einen Charakter. Der kommt halt auf das 4K nicht klar, so wie fast jedes Spiel nicht. Das Anwende. Wird auch ein scheiß Bildschirm. Fehlt erstmal die Hälfte, ey. Krieg schon wieder AIDS, Alter. So richtig super AIDS. Nochmal das Ganze, weil es so schön war. Ist so ein Tutorial jetzt erstmal. Ja, ist okay, ich spiele das erstmal. Jetzt lernt man noch, wie man die Leute aufhebt. Das ist auch cool gemacht. Ja, wir haben auf jeden Fall einen sehr gesprächigen Charakter, der nickt immer nur. Ja, fettes Intro, ey. Das war jetzt schon ziemlich nice. Noch mehr Videos? Ah! Ist immer mal gut mit Videos, ey. Hey, jetzt kann ich mit anderen Spielern arbeiten. Ein weiterer Agent ist jetzt in ihrer Gruppe. Ein weiterer Agent ist jetzt in ihrer Gruppe. Hallo, Andreas. Jetzt können sie mit anderen spielen. Ja. Doch, gleich fertig. Ey, für 3 Euro fett, oder? Gut, dass ich das Angebot gesehen habe, ey. Für 3 Euro ist das schon ganz nice. Können wir jetzt echt ein bisschen zu dritt immer Koop durchballern. Was ist mit dem Kalle? Noch ein Kampf habe ich ja noch. Hey, was machst du denn? Du musst nur auf die Karte gucken, ne? Du machst jetzt schon mit... Ja, aber das können wir schon zusammen machen. Boah, der Kalle ist schon weitergegangen. Meinst du? Du musst nur die Karte schließen, nur die Karte schließen. Ach so, dann ist das vorbei. Ja, und da können wir zusammen. Alles klar, warte, ich geh mal kurz zurück. Boah. Kannst du ihn nochmal einladen, bitte? Boah. Alter, Kalle fällt schon wieder. Wir stehen hier rum und warten und er macht schon die erste Koop-Mission, oder? Nein, mach ich nicht. Und meine Drohne macht... Bin mal gespannt, wie viel man looten kann. Wo sollen wir hier? Müssen wir hier überhaupt hin? Ja, okay, unser Weg. Ich muss auf eine Linie folgen. Ja. Einsatzoption. Wow. Da ist los. Das ist jetzt unser erster Dungeon sozusagen. Okay. Kleiner. Aber der ist unsere Mission. Leute, ich habe jetzt voll die krasse Mucke hier. Geht ab hier. Action. Boah, die Drohne ist los. Nein, die Granate ist zurückgekommen. Boah. Oh. Ich sehe den Kalle schon überall hier im Nahkampf die Leute wegquatschen. Da ist ein lilaner Gegner, lol. Lila? Der hat so einen lilanen Pfeil. Lilanen Pfeil hat der. Lila Bodyschild hat er. Jo, guck mal, der hat so einen lilanen im Nahkampf. Und der ist in meine Granate gerannt, der Idiot. Lol, okay, der Kalle kam gerade durch den Boden so. Tja, das darf er. Kein Neustartzone. Steht bei mir Warnung. Respawn, ja. Oh, wenn ich sterbe, ist vorbei, oder was? Wahrscheinlich. Ja, nee, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich von vorne anfangen. Leute. Ich glaube, dann spawnen wir hier wieder, müssen von vorne anfangen. Das ist jetzt halt der Dungeon. Ah, okay. Jetzt kommt Boss. Geh in Deckung. Irgendwie. Ja, oder ist der Saint-Typ, den wir killen müssen? Ja, der ist silbern, oder? Gold ist der. Wir haben ihn, seine Rüstung ist weg. Hey, ich glaube, dann haben wir das erste Dungeon-Level hier zusammen. Dungeon-Level. Naja, das sind immer so Mini-Dungeons halt irgendwie. Ja, dann sind wir hier wieder auf der Straße und haben das Ding beendet. Ja, dann sind wir raus. Gut. Ja. Ja, Leute, das war, wie heißt das Spiel? Division 2. Ja, macht schon Bock, ey, in so einer Truppe. Macht schon Bock. Hätte ich nicht gedacht. Aber für 3 Euro kann man sich das mal gönnen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Ich bin im Bett. Schlaf gut. Bis die Tag. Krass, für 3 Euro so viel Content, also beschweren kann man sich da ja weniger. Wenn ich nicht schon abonniert hätte, würde ich es spätestens jetzt tun. Gleich erstmal noch einen Kommentar da lassen und dann hoffe ich, dass Malle bald wieder live auf Twitch ist. Denn da geht's richtig ab.